Hey, ihr Prismen, und willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted von 2005. Okay, jetzt haben wir gerade ein paar Lags. So. Was wollte ich machen? Also Rennen. Wir brauchen, das können wir uns hier mal angucken. Rennsiege brauchen wir 5, erreichte Meilensteine brauchen wir 4 und Gesamtkopfgeld $1.180.000. So, ich will jetzt mal gucken, ob wir vielleicht einen anderen Wagen nehmen. Vielleicht einen, der besser ist. Der zum Beispiel. Oder der. Egal, probieren wir einfach mal den aus. Und fangen mit den Rennen an. Mit dem anderen können wir dann immer noch die Meilensteine machen. Und wir machen diesen Sprint. Nicht die Mautstelle, genau. Den Sprint. Oh, eine Corvette, Alter. Nice. Okay, das war schon mal kein perfekter Start, aber ich sehe gerade gar nichts. Okay, jetzt geht's. So, okay, wir fahren jetzt erstmal dieses Rennen. Und ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gelassen zwischen der letzten Folge und dieser Folge. Wenn ich in der letzten Folge gefragt habe, oder gesagt habe, ihr sollt mal in die Kommentare schreiben, ob wir uns einen bestimmten Wagen kaufen. Boah, Alter, die Lenkung ist richtig stressig. Ob wir uns einen bestimmten Wagen kaufen sollen. Dann mache ich das in dieser Folge noch nicht, weil ich die Folge gestern, oder halt die Folge vor dieser hier, ich glaube es müsste die 28. gewesen sein, habe ich halt noch nicht hochgeladen. Und sollte es halt diese Folge gewesen sein, in der ich ankündige, oder in der ich, oh fuck, in der ich sage, wollen wir uns diesen und diesen Wagen kaufen? Wenn ja, schreibt mal, wenn nein, schreibt auch. Dann werde ich das erst in der nächsten Folge machen, die morgen kommt. So, ich hoffe, das... Ach, zwei hat eh keiner gecheckt, aber egal. Hey, Polizei. Fuck. Fuck. Hauptsache, die Polizei sieht mich erstmal überhaupt nicht. Was ist los? Okay, das ist halt richtig dumm, ey. Fahren wir gerade... Was? Serum. Verita-Serum? Ein Rennen gegen das Verita-Serum. Verita-Serum. Wer kennt es noch? Harry Potter. Ich weiß nicht, wie fit ihr da so seid. Boah, Alter, der Wagen ist echt lame, oder kommt mir das nur so vor? Das ist ein Porsche, der müsste doch eigentlich viel schneller abgehen. Oder viel mehr abgehen, besser gesagt. Boah. Und durch diesen größeren Bildschirm kommt mir das alles noch 800 mal schneller vor. Das ist echt... Wow. So, jetzt hol ich auf hier. Aha. Jetzt hat's auch einer gecheckt. Boah. Ist klar. Oh, fuck. Den muss ich jetzt noch versuchen zu kriegen. Das Ende ist gleich zu Ende. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Wagen das war, den ich zur Auswahl gestellt hatte zum Kaufen, aber... Ja, naja, nicht gleich nochmal nachgucken, ist blöd, aber... Oh, fuck, fuck, Alter, jetzt geht's ab. Okay. Oh, erster, geil. Nicht schlecht. Schon falsch. Nein. Du bleibst jetzt schön hinter mir. So. Okay. Boah, ey, die Lenkung ist hier echt ein bisschen... Ja, nicht schwammig, also die ist nicht schlecht, aber... Ist halt einfach. Der reagiert halt auf die leisesten Berührungen. Bisschen doof. Ich wette. Nein, das ist nicht krass. Geil, geil, geil. Fuck, 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 fuck. Jetzt fahre ich gleich gegen das Haus. Oh, aber so richtig. Aber ich habe immer noch einen Vorsprung, weil die anderen zu blöd sind, diese Abkürzung zu nehmen. Dafür haben die natürlich jetzt gleich mehr Speed auf der Spur, aber... Weil ich so cool bin und diese Abkürzung genommen habe, habe ich natürlich jetzt schon das Rennen gewonnen. Uhuhu. Mein Gott, ist das ein Scheißfoto. So wollte ich auch gar nicht eigentlich reingehen. So. Oh, hier. Inception. Muss ich sofort dran denken gerade. Uhuhu. So. Okay, also der Polizei sind wir jetzt auch relativ schnell entkommen. Das ist natürlich gut. So. Versteckt. Hinter uns ist auch keiner.
Da vor uns ist noch irgendwer. Gut, das haben wir doch ganz gut gemacht. So, weiter. So. L, genau, L ist der Shortcut. So. Gleich noch ein Rennen? Ja, gleich noch ein Rennen. Und zwar. Machen wir die Mautstelle. Zack. Das ist schon ein schöner Wagen, muss man schon sagen. So. Richtig cool gemacht so mit den Sonnenstrahlen, die gerade extrem scheiße aussehen. Ich weiß, bei euch ist sowieso die Qualität ein bisschen schlechter wegen, wenn es halt gerendert hat, dann, oder halt exportiert ist, dann ist es ja kleiner. So. Oh, das war so eine Sache. Es hat bei dem anderen nie geklappt. Wenn ich das mit dem Toyota ausprobiert habe, bin ich nie sauber über diese Grasflächen drüber gekommen. Ich musste immer den Breaker einsetzen. Also, erster Vorteil. Was ich natürlich immer noch nicht hinkriege, ist sauber um diese Autos rumfahren. Das war, glaube ich, ein Ford gerade. Und sauber um diese Kurven. Das werde ich im Verlauf des ganzen Let's Plays nicht hinbekommen. Sollte ich irgendwann mal ein Best-of machen? Ich hatte sowas mal in Erwägung gezogen. Wird es wahrscheinlich haufenweise blöde Stellen, wo das, das ging ja jetzt noch, in diesen Kreisen gehen. So. So, hier rum. Und Metro News Channel, fick dich. Ist ja gerade in die Polizei reingecrashed? Ja, ich glaube schon. Die Mautstelle ist ganz schön weit entfernt. Ich habe am Anfang jetzt nicht auf die Zeit geguckt. Aber da wir jetzt noch so 34, 33 Sekunden haben, 32, 30. Ach so, die ist es. Okay. Oh! Habt ihr es gerade gesehen, wie schnell der auf den Breaker reagiert hat? Richtig cool. Ich sollte eigentlich mal eine Folge ausprobieren ohne Breaker. Dazu bräuchte ich aber einen Gast. Das wäre alleine einfach ein bisschen langweilig. Wenn JP dann... Wenn JP mal hier ist, ey. Der kommt ja demnächst. Zack. Und... er hat... ich glaube, er hat das Spiel noch nicht gespielt. Also mit Tastatur, vielleicht mit Gamepad, aber nicht mit Tastatur. Und wenn wir beide uns dann einfach, wenn er das dann zum ersten Mal spielt und ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung habe und ohne Breaker einfach. Ich glaube, das wird für ihn der Horror. So. Drin. So. Okay, weiter geht's. So. So. Schön nochmal die Wand mitgenommen eben, aber braucht uns ja nicht zu interessieren. So, jetzt erstmal hier schöne breite Straße. Dann ist das Ziel. Oh ja, voll das coole Geräusch, Alter. Ja, hätten wir keine Scheinwerfer an, wäre das ein cooles Bild geworden, aber nein. Oh, okay. Dass dieser Typ Rock dich unterstützt. Ich frag mich nur, warum. Ein bisschen unnormal, wenn du mich fragst. Aber andererseits, was kümmert's mich? Vielleicht kennt ihr zwei Süßen euch aus dem Knast. Razor hört ja mal richtig witzig. Achtung, BZ3. Rock ist halt sozusagen mein Manager. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen schaffen. Irgendwas, ein Rennen oder so. Ja, hier, Radarfalle. Das machen wir noch schnell in den letzten paar Minuten. Go. Eins, los, und ab geht's. Ist da schon wieder eine Korvette vorne? Ja, ruhig.
ist das echt schön, eine Corvette? Ja, das sieht so aus. Naja, Corvette ist awesome, also. Worüber beschwere ich mich? Über gar nichts eigentlich. Warum habe ich das... Hä? Egal, ich weiß nicht, was ich redere. Ich redere dich. So, jetzt haben wir es wieder. Ich redere dich, Alter. Oh, ein Rennen gegen den Kaiser. Wie fresh ist das denn? Kaiser von China? Vielleicht schneide ich im Schnitt einfach so eiskalt so. Vielleicht schreibe ich im Schnitt einfach so eiskalt von China so dahinter oder so. Gucken. Wenn ich gut drauf bin. Aber ich denke mal, ich mach's einfach mal nicht. So, boah, der da vorne. Holt uns da, der Kaiser hier, hängt uns ganz schön ab. Das gute Prisma. Das gute Überprisma. So. Ah, wir holen auf, wir holen auf. Zack. So, und wir holen über. Oh Gott, mein Gott. Wir holen auf und wir holen über. Was ist los? Okay, auch hier funktioniert die Linkslenkung nicht. Das muss anscheinend einfach an der Spielengine liegen oder so. Dass man während einem Nitro-Boost nicht nach links lenken kann. So, ich will mich gar nicht über die Steuerung beklagen oder so. Das ist einfach so. Ihr könnt es auch mal ausprobieren. Geht's bei euch, falls ihr das Spiel habt. Ah, so. Fuck. Ich wollte nicht fliegen, ich wollte nicht fliegen, ich wollte nicht fliegen. Ah, verdammt, 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 verdammt. Fahr, fahr, fahr. Gucken, vielleicht kann ich ihn blocken irgendwie. Nee, nicht ganz. Dabei versucht er mich allerdings von der Straße zu schieben hier. Oha. 965, 965. Jetzt muss ich im Zielraum ein bisschen schneller sein hier. Yes! Geil. So, gewonnen. Zu langsam. So. Gut, dann verabschiede ich mich für diese Folge. Also ich glaube, oder vielleicht schaffen wir doch noch irgendwas. Oh Gott, ja, es ist alles ein bisschen lang. Deswegen verabschiede ich mich für diese Folge. Ich habe nichts mehr zu sagen. Gute Jewels. Oder habe ich vielleicht auch noch was zu sagen? Ich überlege mal. Nein, ich habe nichts dazu zu sagen. Ja gut, haut raus. Bis dann. Und... Oder habe ich vielleicht auch noch was zu sagen? Nein, habe ich nicht. Also bis dann, ciao.